Hallöchen, meine lieben Wimmelbit-Freunde, und willkommen zurück zu Mystery Tales 1 Verlorene Hoffnung. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt mit mir und dem Wimmelbit-Spiel hier viel Spaß und weiter geht's. In der letzten Folge haben wir ja hier das Haus von der Tante und Onkel von Annie gefunden, die sie anscheinend ziemlich, naja, mies behandeln, weil sie ja weil immer noch alle Leute den Emmett irgendwas zuschieben, wo wir schon wissen, der CI-Chef ist tot, weil er und hat so verdient, weil er korrupt ist. Der Bürgermeister ist ein ja, schlechter Bürgermeister, weil er seine Macht ausnutzt. Der Schuldirektor hat sich in viele Sachen eingemischt. Ja, und wie sagt man so schön immer? Hochmut kommt vor dem Fall. Ich muss die Laternen entfernen, aber ich muss den Händen, wird das nicht gelingen. Eieiei, sind wir ein Mimöschen. Alles brauchen wir irgendwie ein extra Würstchen. So, jetzt sind wir wieder im Geschäft. Ach genau, der... Ist euch eigentlich mal aufgefallen? Hier ist, egal wo wir hingehen, wir hören immer dieses... Irgendwas verfolgt uns, Freunde. Irgendetwas verfolgt uns jetzt hier die ganze Zeit schon. Das war jetzt kein schweres Rätsel. Da musste ich nicht mal in die Info gehen. So, was haben wir hier? Ein Pömpel und ein Brecheisen. Wozu braucht... Ah ja, genau, hier für den Ofen. Ah, nee, nicht für den Ofen. Ich... Oder doch, ich bin ja hierher geschickt worden. Was war denn noch hier? Wimmelbit-Logik, sag ich nur. Du willst mir doch jetzt verkackeiern, oder? Es ist ein Brecheisen, klar kannst du es damit rausstemmen. Er stellt sich auch an, der Kerl. Okay, was soll ich hier noch machen? Ich kann hier nichts machen. Ich habe hier keine Figur. Ich glaube kaum, dass der da hingehört. Ich schaue mir mal jedes Detail hier nochmal an. Ah ja, der komische Bär. Jetzt bin ich aber... Die Krabbe? Wow. Nein, ich nutze keinen Tipp. Vielleicht das komische Gewäß hier? Nee, auch nicht. Vielleicht hier dieses komische Gewäß. Ich nehme einen Tipp, Freunde. Da pfeife ich jetzt drauf. Wollt ihr mich echt auf den Arm nehmen? Wir haben ein, Entschuldigung, wenn ich es ausdrücke, ein verblödetes Brecheisen. Ja, ein Ding aus Metall wahrscheinlich, ja? Und wir können diesen Holzgriff von der Laterne nicht damit aufbrechen. Nein, wir brauchen einen mechanischen Specht, der das freikloppt für uns, damit wir die Laterne haben. Was zur Hölle? Ja, Wimmelbit-Logik. Müsste ich so einen Schingel immer einsetzen. Okay, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Und was war hier nochmal?
Ich teste jetzt alles einfach mal alles aus. Okay, da kann ich nicht hin, aber da schon. Was sagt er da nochmal dazu? Hier ist keine Schöpfen oder etwas auch anfeuchten. Ich muss schon wieder einen Tipp nehmen. Kein Kommentar dazu. Kein Kommentar dazu. Sorry, aber ich habe die Schüssel hingeklickt. Ihr habt es gesehen. Spielt mal ein paar Minuten zurück oder springt ein paar Sekunden zurück von mir aus. Ihr habt gesehen, dass ich die Schüssel mit dem Frosch da hingehalten habe. Das Einzige, was ich euch da erklären kann, warum das auf Anhieb nicht geklappt hat, entweder war ich zu blöd dafür. Oder die Hitpoints von dem Wimmelbit-Spiel sind hier echt bescheiden. Eins von beiden. Bist du eine Krabbe? Bist du ein Kissen? Versteckt er sich. Ich muss ihn etwas aus dem Nest locken. Alter, das Gezwitsche von dem ist laut. Okay. Info. Stelle die Bilder wieder her, um das Tor zum Teich zu öffnen. Wähle die Kacheln aus, um ihre Position zu verändern. Entschuldigung, da musste ich gerade ein bisschen schlucken. Okay, also ich muss das quasi hier wieder instand setzen. Verstehe. Mal gucken, was hier Wasser ist. Okay, das Bild müsste jetzt wieder schon vollständig sein. Jetzt kommt noch das andere Tron. Und was haben wir hier? Ein Bimibi. Der Gartenzwerg kommt mir extremst bekannt vor. Aus Scrim Tales und aus diesem You've been Gnomed. So, jetzt machen wir mal hier keine halben Sachen. Ne, puzzeln tue ich diesmal nicht.
brauche bloß eine Feder. Vielleicht eine Sprungfeder, wer weiß. Ah, hier. So, eine Machete. Die ist hier. Eine Feder, die ist da. Ein Ruder. Gute Frage, wo das Ruder... Das ist das Ruder... Nee, das ist eine Schaufel, okay. Ein Ruder. Das ist ein Gehstock. Okay, das ist auch kein Ruder. Der ganz kleine Ruder. Wo ist das Dach? Kurz mal hier so rumfliegen. Also manchmal sage ich was dazu, manchmal nicht. Nicht wundern, dann konzentriere ich mich mal ganz kurz. Kaffeebohnen. Dann brauchen wir einen Griff. Der kann jetzt sonst wo wieder sein. Also das kann doch schon mal nicht sein. Für mich sieht das aus wie eine Zigarre. Das ist ein Griff. Kehrschaufel. Wo bist du, Kehrschaufel? Ja. Und ein Wo soll ich denn bitte schon hier einen Sprotz finden? Der hier, oder was? Okay, ich habe eine Machete gefunden. Ich bin jetzt Machete. Verschlossen, das bekomme ich nicht auf. Ja, du mich auch, Spiel. Ja, mal kurz hier hinten schauen, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Nee. Und hier ist noch eine Leiche. Hoffentlich ist das die letzte Leiche. Seit wann ist ein winkender Mensch eine Leiche? Robert Hunter, Alter 34, liebt Abenteuer. Erfahrener Jäger lebt nach dem Prinzip erst handeln, dann denken. Oh, okay. Ich muss versuchen, ihnen zu helfen. Jack Lindman, nee, Jack Lindman haben wir schon gelesen. Ah, davon gibt es keinen Eintrag, okay. Oh, hier ist eine Leiche. This is Emmett's old friend, Samuel Lightman. Emmett used to share his ideas and discoveries with him. I recall that not long before Margaret's death, they stopped communicating. Emmett was very offended by Lightman because he told the town mayor all of his secrets. It's hard to forgive such betrayal, but is the punishment really death? Samuel Lightman, Alter 37, gerissen und hinterhältig. Er schlich sich öfters das Vertrauen anderer, das er für seinen Vorteil ausnutzt. Skrupellos und gemein. Ja, irgendwie alles so irgendwie so... Uppala. Alles so, Kriminelle. Bester Freund Samuel Lightman. An einer Schlucht entdeckte ich noch eine Leiche, die fünfte. Ich war überrascht, denn es handelte sich um Emmets besten Freund Samuel Lightman. Allerdings hat er sich oft vor kurzem abgewandt, denn er stand unter dem Einfluss des Bürgermeisters und des Polizeichefs und verriet ihn als alle Geheimnisse, die Emmett ihm anvertraute. Ja, Emmett war wirklich ein vom Pech verfolgter. Er verlor all seine Geliebten. Schade, dass Emmett meine Einladung nicht annahm und mich zu mir zog. Dann wäre er nicht so grausam geworden. Er kann ja vielleicht nichts dafür. Ist etwas versteckt. Ich muss ja etwas einfallen lassen, wie ich die Jacke auftrennen kann.
Okay, ich muss schon wieder irgendwas finden. Ich find's halt immer wieder aufs Neue lustig, dass die Wimmelbild-Charaktere, die man spielt, nützliche Gegenstände einfach wegwerfen, die hätte man im nächsten Stream. Nächsten Stream braucht. Oh, hier fehlt irgendeine Tafel. Eine Raupe habe ich jetzt mitgenommen. Warum auch immer. Ach ja, für einen Vogel. Hier brauche ich, kann ich auch was gebrauchen. Ah ja, für den hier. Hallo, mein Kleiner. Hier, für dich. Alter, was ist das für ein Ei? Hab ich gemacht, Kleiner. Okay, das gehört hier hin. Info. Ordne die Spielmarken den richtigen Abdruck zu, um das Fach zu öffnen. Wähle eines aus und vertausche sie mit einer anderen. Und wir kriegen einen Lappen, Münze und noch etwas, womit ich die Samen transportieren kann. Okay. Was haben wir jetzt hier noch? Ein Lappen. Okay. Ja, der hier. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Oder doch nicht auf Wiedersehen, da hat es was geglitzert. Habe ich gerade noch so gesehen. Der hat die Flügel, ist ja klar, die kommt zum Engel. Der Spross kommt hier hin. Ja, schau mal da hin. Parken ist hier irgendwo eine Flasche. Hier. Kann ich, habe ich hier was zum Anzünden? Ja, die Kerze da hinten. Das vorige Schloss habe ich auch schon gesehen. Das Haus habe ich hier gesehen. Bruder gehört zum Boot. Und die Feder gehört zum Hut. Und ich kriege ein Elementar-Emblem. Okay, dann wieder hier hoch. Die Tafel kommt hier hin. Info. Wähle die richtige Reihenfolge an Symbolen auf den Säulen aus, um das Rätsel zu lösen. Drücke auf die Symbole, um sie auszuwählen. Okay. Achso, ich muss. So, dann ist ja langweilig. Schwieriger wäre es gewesen, wenn du da Abdruck hindrücken müsstest, dass das dann nach der Reihenfolge drin bleibt. Und wenn du einen Fehler machst, von vorne am Anfang muss. Aber so. I decided to find out what was on this island. I was warned that a clever trap was here. But I didn't believe it and went on the island. And now the bridge has disappeared behind me. What? Have monsters appeared in the town? I have to fight them. But I used up all my ammunition. Listen, if you could bring me some more ammunition, I'd be able to catch this monster right away. Okay, was für ein ungewöhnlicher Mechanismus, aber nun gelang ich in das, das Teil des Steins. Ja, aber hier mal noch was zum Lesen. Robert Hunter, ich habe noch einen unhypnotisierten Bewohner namens Robert getroffen. Er befindet sich auf einer abgeschnittenen Insel. Ich muss ihm helfen. Wir haben ihm schon geholfen. Aber verrat's mal keinen. Ach ja, da kommt diese... Oh, es ist so ein Rätsel. Ich kenn's schon.
Das Ziel besteht darin, am Ende des Spiels mehr Spielmarken als der Gegner auf dem Spielfeld zu haben. Wähle deine aus und dann ein Feld, wo du sie hinbewegen möchtest. Das kenne ich sogar schon aus Grim Tales und aus etlichen anderen. Ganz schön hinterhältig. Wow. Okay, das war ein Fehler, weil jetzt hätten wir nämlich darüber gehen können. Glückwunsch, du hast das Minispiel gewonnen. Beim ersten Mal gleich. Ich dachte... Wow. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei Mystery Tales 1. Tschüss.